Willkommen zu einer neuen Runde Escape from Tarkov. Ich habe hier bei Prepper noch einiges zu tun, denn ich habe ja vor einigen Tagen schon diese Quest angenommen und muss nach wie vor noch einen Scav killen. Ihr wisst ja, letztes Mal haben wir ziemlich rumramisiert und haben da einen Spieler und zwei Scavs, glaube ich, gekillt. Im Livestream, als wir da full equipped gespielt haben mit Weste, AK und so weiter und so fort. Das lief schon ganz gut, aber wir müssen noch einen fisten und sollten auch noch mindestens zwei von diesen MP133 Shotguns finden. Ich hoffe, wir können sie auch einfach den Leuten entreißen, falls sie dabei haben. Dafür habe ich jetzt einfach geschwind den Charakter schon mal vorbereitet, also mit minimalen Geschichten der Waffe, einem weiteren Magazin und eben Bandage und Tushunka. Also Beef, glaube ich, ist das, oder? Nicht, dass wir hier Kuhfutter essen. Wenn wir ein bisschen aufpassen, sollten wir doch ganz gut rumkommen auf Customs und eben auch so easy peasy diesen Scav killen können. Also mindestens einen mit einem Headshot aus dieser Popcorn-Maschine, also PM steht für Popcorn-Maschine, sollte das passen. Ich finde es übrigens ultra nice, dass euch Tarkov so gut gefällt. Ich bin es gerade ultra am Suchten und es macht so dermaßen Spaß. Und da passt es gerade, dass es euch eben auch gefällt. Na, Optimobbel. So, Shazam. Okay, Old Gas Station ZB 10-11 und 10-12. Ich weiß nach wie vor nicht, wo 10-11 und 10-12 sind. Aber ich weiß, wo die Old Gas Station ist. Und da kann es auf jeden Fall rund gehen. Letztens wurden Wollen und ich ja ganz fies umgemacht. Da hat sich nämlich einer in der Halle versteckt. Und es hat sich rausgestellt, also wir haben den dann so ein bisschen umstellt. Und es hat sich rausgestellt, dass sein Mate außerhalb der Halle war und uns die ganze Zeit im Blick hatte. Das war echt unangenehm. Der hat uns halt dann ultra eingerissen. Von außen schon unter Beschuss genommen und dann kam der andere noch raus. Das war echt cakey. Dummerweise haben wir echt einen weiten... Wow. Was geht hier ab? Wer schießt da? Ihr Gauner. Ich will mitmachen. Okay, also wenn wir jetzt von weit weg geklatscht werden, ist es echt umgelaufen. Wahrscheinlich wurden wir jetzt auch gesehen. Und werden erwartet. Ich will nicht derjenige sein, der auf einmal verfolgt wird. Ohne dass er es weiß, dass er verfolgt wird. Ich sehe keinen auf uns zurennen. Wir gucken kurz hier drumherum. Also da hinten wird geschossen. Ich hoffe, die sehen uns nicht. Alles klar, ist schon gelootet. Hinter uns wird auch geschossen. Wir haben gegen einen aktiven Scav, der uns sieht. Glaube ich, sofern er eine dicke, fette Wumme hat, nicht viel Chancen. Wenn es aber ein Scav ist, den wir eben zuerst sehen, dann... Oh. Dann sollte das kein Problem sein. Alles klar, ein Schlüssel. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Das Essen mache ich da raus und nehme dann nochmal hier so eine Packung Zigaretten mit und den Rest... Oh, noch ein... Oh. Ich glaube, der ist gar nicht mal so unwertvoll hier, der hier. Na gut, das Teil kann ich nicht mehr einpacken. Hier ist immer eine Leiche, oder was? Die man looten kann. Das habe ich nicht gewusst. Ich bin hier hinten so selten. Also ich spawn hier zum Glück nicht oft, weil ich hier echt ungern bin. Okay, aber hier ist direkt wieder was zum Looten. Gar nicht so schlechter Platz hier. Warum habe ich jetzt eigentlich einen Schuss verloren? Das ist mir schon ein paar Mal passiert. Ich gehe ins Spiel rein und habe auf einmal einen Schuss weniger. What the fuck? How? Ich trinke die Milch, weil wir schon 10 verloren haben. So. Sind wir wieder auf 100%? Okay, jetzt ist die Frage. Na, hier komme ich nicht rein. Die Schüsse waren ziemlich close, das heißt, da ist jemand ziemlich nah. Wie gesagt, wenn es jetzt ein Scav ist, der vertieft ist in irgendwelche Angelegenheiten, na, das ist doch nicht so nah. Dann wäre das alles halb so wild. Aber wenn es ein Scav ist, der uns voll im Visier hat, dann sind wir so ein bisschen... Oh mein Gott, okay, da ist einer mit einer AK, glaube ich. Ich weiß nicht, wie der Bullet Drop hier ist, ob das Spiel überhaupt einen Bullet Drop hat. Der sieht ganz gut aus, weil er hat nur einen Helm auf. Ich meine, er hat keinen Helm auf. Shit, Mann, er bewegt sich einfach. Was ist mit dem los? Ist er verrückt? Oh Gott. Hast du uns gesehen? Bitte nicht. Es kann auch jederzeit ein weiterer dazukommen. Das ist ein bisschen blöd. Er guckt halt voll hierher, ne? Oh Gott. Bitte seh mich nicht. Okay, jetzt oder nee. Wow, wie er wegbottet. Aber ich habe ihn getroffen. Der Headshot ist drin. Er muss sich jetzt verarzten. Wo ist denn der hin? Ich denke, er weiß nicht, wo ich bin. Aber ich weiß auch nicht, wo er hin ist. What the fuck? Da hinten dran ist er bestimmt, oder? Oder hinter dem Hügel hier. Oder da hoch? Ich denke, er ist hier. Alter. Oh Gott, wo, what the fuck? Wo bist du? Ich habe ihn nicht gesehen. Ich weiß nicht, wo der ist. Super, jetzt blutig wegen dem Dödel.
Ich höre ihn steppen. Ja. Okay. Lass mich kurz da rein. Dann nehmen wir erstmal eine Bandage. So, Bleeding sollte aufhören. Nicht? Fresh Wound? Ja, okay. Aber jetzt ist gut, ne? Lass mich kurz schauen. Es klang halt sehr nah und wenn die anderen das hören, kommen die her und gucken, was los ist. Also jeder kommt dann. Spieler wie auch Scavs. Ich glaube, da kommt einer. Moment, ich muss direkt die Wumme bereit machen. Okay, die ist noch voll, sehr schön. Es klang so, als wenn da einer kommen würde, aber scheinbar... Ich meine, er ist immer noch am Sterben irgendwie. Warum, was macht er jetzt? Brauche ich das hier oder was? Ist gut jetzt? Hat er Blutverlust? Nee, ne? Es ist halt eine frische Wunde, okay. Aber ist ja auch erstmal nicht weiter schlimm, oder? Ach, Schissel, ich kenne mich einfach zu wenig aus. 330? Stehen wir auf 330? So, somit haben wir den Scav schon mal gekillt. Jetzt wäre es natürlich richtig nice, wenn wir zum Exit kommen würden. Ich war hier noch nie so weit irgendwie, also in dem Bereich hier. Ich habe mich hier noch nie so wirklich umgeschaut. Ich bin immer direkt losgerannt und bin zum Ziel. Beziehungsweise zu dem Ziel, das ich mir selbst gesetzt habe, aber nicht hier. Ja, war hier noch nie so richtig unterwegs. Okay, wartet kurz. Kann ich da unten drunter? Er hustet immer noch rum. Wir verlieren aber nichts. Stomach ist jetzt halt echt geschisselt. Also er ist am Husten, aber es scheint alles cool zu sein. Draußen schießt übrigens einer recht close. Diese Runde wäre in der Theorie jetzt schon eigentlich auch ein ganz gutes Ding. Würde ich mal so behaupten, wenn wir jetzt rauskommen würden. Und das gehen wir jetzt einfach mal an. Wie gesagt, da ich nicht genau weiß, wo 10-11 und 10-12 sind, wie man da oben rechts sehen kann. Ich kenne nur Old Gas Station, darum müssen wir eben zur Old Gas Station. Wir versuchen so safe wie möglich zu gehen, aber es wird nicht leicht, weil wir echt einen Kackweg gehen müssen. Ist die Saiga jetzt eigentlich eine Schrotflinte? Ja, oder? Diese Saiga ist doch eine Schrotflinte. Ich will da jetzt nicht großartig rumgucken, aber die Kugeln sehen so merkwürdig aus. Das im Magazin ist und dann doch irgendwie nur so einzelne Kügelchen. Okay, jetzt kommen wir in den extrem gefährlichen Bereich, denn wir kommen jetzt auf die Straße. Und da ist halt oftmals alles Mögliche voll mit irgendwelchen Dödeln. Vor allem Spieler tummeln sich ja gerne wie bekloppt. Ich gucke ganz kurz in die Richtung. Sieht aber gut aus. Wir gehen direkt weiter. Der Nebel ist nicht schlecht, weil wir uns da so ein bisschen verstecken können, aber natürlich können sich darin auch die Feinde verstecken. Und vor allem andere Spieler haben es sicherlich gerne, wenn sie sich im Nebel verstecken können, so wie ich es auch cool finde, mich im Nebel zu verstecken. Okay, wir sind jetzt hier bei dem Durchgang, der offen ist. Jawohl! Wir müssen jetzt halt Ultra 8 geben. Okay, lass uns kurz hier rein. Alles checken. Da schießt jemand. Ich will jetzt nicht gierig werden, aber es muss schon noch ein bisschen was ran, oder? Wenn, dann volle Pulle hier. Er ist halt voll am Rumkeuchen, das ist ein bisschen blöd. Okay, wisst ihr was, das wirkt jetzt doch echt ein bisschen zu gefährlich. Mit dem Loot, den wir schon haben und mit dem Kill, den wir gemacht haben, ist es echt eine ganz nette Runde. Und wir sind wirklich sehr nah dran am Exit. Und vor allem am Exit könnte auch gleich nochmal eine riesige Ballerei kommen. Von daher müssen wir jetzt hier vorne nicht riskieren, schon abgenutzt zu werden. Das hier ist ein beliebter Weg bei Spielern. Da bin ich jetzt schon ein paar Mal auf welche getroffen, die zum Glück... so wie ich dann immer nur nackte Runden hatten und, also sprich eine Axt in der Hand hatten. Aber man weiß ja nie, ne? Oh, fuck. Das ist sehr, sehr nah. Wir müssen ein bisschen näher hin. Damit wir außerhalb des Busch sind. Oh, shit. Ich hoffe, ein Gefecht zwischen Scav und Spieler. Und des Weiteren hoffe ich, dass die Scavs gewonnen haben. Das Schlimmste wäre, wenn, wenn da jemand campen würde. Das ist natürlich auch ein Ding, das gerne gemacht wird. Dass man sich einfach an den Exit campt, der eben da ist. Oh Gott, okay. Der Gewinner könnte noch in der Nähe sein. Ich werde jetzt hier runterspringen. Und das Ziel umlaufen. Ja, ich weiß, ich hätte die da oben looten müssen. Aber jetzt sind wir gerade so nah dran, dass ich's... Fuck, nein, oh mein Gott. Oh, da war irgendwo ein Spieler. Oh, shit. Trotzdem eine geile Runde. Wir haben 2 Kills. Wir haben somit die killtechnische Seite dieser Aufgabe gemeistert. Das können wir jetzt auch direkt noch nachchecken. Wir haben jetzt zwar die Pistole verloren und natürlich auch den Loot, den wir mit reingenommen haben, aber immerhin haben wir einen weiteren Schlüssel gefunden und ja, naja, das Magazin haben wir behalten. Ja, immerhin 140 wert. Ja, also, es geht doch, Mensch, ey, das hat sich doch gelohnt. Ah. Den Spind packe ich hier rein. Also, es ist nicht schade um die Waffe, weil ihr wisst ja, ich habe
noch so unglaublich viele. Also an meinem Höhepunkt hatte ich irgendwie 14 Pistolen, die einfach nur rumlagen, also wirklich nur die kleinen Pistölchen. Darum ist es gar nicht so übel, dass wir das jetzt verkackt haben, aber es ist schon ärgerlich um den Loot, den wir dann angesammelt hatten. So, finde drei Shotguns, die müssen wir immer noch finden. Das werde ich dann das nächste Mal versuchen. Ich denke, da gehe ich auch einfach wieder mit einer Pistole rein und werde schauen, wie es so läuft. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich denke, es war angenehm spannend. Vor allem war es jetzt endlich mal so eine ganz normale Runde, in die ich, equipped kann man ja kaum sagen mit der Pistole, aber in die ich equipped reingegangen bin und in der eben auch ein bisschen Action stattfand. Ich hoffe, dass ihr nicht den Eindruck bekommt, dass Action sehr selten ist. Man kriegt fast immer auf die Mütze, beziehungsweise hat immer zu kämpfen. Es ist wirklich sehr großes Glück gewesen, die paar Spiele, die ich euch gezeigt habe, dass da so wenig los war. Ihr habt ja gemerkt, überall liegen Leichen rum, es wird immer wieder geschossen, man kommt in Feuergefechte und so weiter und so fort. Und eben habe ich mich einfach nicht gut genug umgeschaut. Ich denke, ich hätte vielleicht doch oben die zwei Leichen looten sollen. Und in der Zwischenzeit wäre wahrscheinlich der Gegner, der mich gekillt hat, unter der Brücke durchgelaufen. Oder er ist, denke ich, durchgelaufen und ich bin aber direkt runtergesprungen, darum war er dann hinter uns. Dumm gelaufen. Damit hätte ich wirklich stark rechnen müssen. Aber irgendwie habe ich das Exit auch wiederum so nah schon gesehen. Ich habe schon Blut geleckt. Und ja, naja, egal. Die Aufgabe ist auf jeden Fall die, an die wir uns das nächste Mal dran setzen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.